So, und weiter geht's. Bei Part Nummer 15 müsste das sein. Nein, ich wollte nicht schneiden, ich wollte... Och, Vögel, jetzt aber hier. Gleich komme ich mit der Fackel. Dann ist Schicht im Schacht. So, jetzt haben wir wieder ein paar... wir haben jetzt wieder ein paar Larven. Wunderbar. Perfekt. Es gibt keine Fische mehr. Okay, muss ich erstmal respawnen lassen. Eine Tomate könnte ich wieder pflanzen. Den Pilz nehme ich mal mit. Den Pilz nehme ich mal mit. Den geht's gut. Das ist super. Wunderbar. Ja, okay. Und einmal nicht vergessen. Und danach muss ich mal gucken, ob wie die Aufnahme läuft, weil es bringt halt nichts, da jetzt 1000 Millionen Sachen aufzunehmen. Und ich dann merke, dass es mit der Audio irgendwas gesponnen hat. Ne? Das weiß man ja nie so genau, aber da höre ich mich gleich nochmal um. So, jetzt kann ich eigentlich nur abwarten, dass die Monster mich angreifen, dass ich dann mit der Quest von Bram und von der Lilly dann weiterkomme. Ansonsten kann ich halt nicht viel machen. Das ist dann alles wieder... Oh, Bram, du bist super. Und die Bomben. Yuki. Hey, Bom, ich habe gesehen, wie du Essen geklaut hast. Es ist kein Essen. Ich suche nach Medikamenten. Ich habe ein paar schlecht gewordene Krabbenscheren aus der Speisekammer des Guido gegessen. Das hast du davon, wenn du Essen hier und da mitnimmst. Ach, mein Bauch tut wirklich weh. Kannst du mir ein Gegenmittel holen? Keine Sorge, Yuki, ich helfe dir. Gegenmittel. Kann ich das machen? Labor. Wurzelsalbe, Marmelade, Unsichtbarkeit, Skulliver, Pflanzenmutationstrank, Schutzmittel, Saft, Heiltrank, Küche, Werk. Warum kann ich kein Gegenmittel machen? Na gut, da muss ich auf den Zauberer Locke warten. Kaufen. Auch Reis. Warte mal. Küche. Okay. Sushi braucht einmal Reis. Ich kann das auch zweimal herstellen. Oh, super. Das läuft wunderbar. Giftige Flüssigkeit. Gegenmittel, Krabbenscheren, okay. Ansonsten... Warte mal, kann ich dir irgendwas verkaufen? Ja, 5 von denen kann ich dir mal geben. Warum eigentlich nicht? Hähnchen, gebe ich dem einmal. Ja, von denen kann ich dem ruhig mal 20 geben. So, hiervon kann er auch mal ruhig 10 Stück kriegen, ungefähr. Ja, kann ruhig mehr kriegen, ist ja auch egal. Fleisch kann er 3-mal bekommen, Milch kann er 2-mal bekommen. Von denen kann er ein paar bekommen, aber nicht so viele. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Boah, da haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht. Ach, weißt du was? Warum eigentlich nicht? Ich kann ja meinen Fisch in... Lebensmittel verwandeln. Und dann kann ich noch die Süppchen kochen. Nee, Torte nicht. Das behalte ich mal. Dann kann ich dir noch meine Sachen verkaufen. Na komm, Steinpilzsuppe. 3-mal. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Jetzt habe ich ordentlich Asche gemacht. So, Yuki, du musst dich leider noch ein bisschen gewöhnen, Schätzchen. Weil ich einfach kein Gegenmittel machen kann. Das bedeutet, man muss auf den Zauberer Locke warten. Das tut mir leid für dein Bäuchlein.
Aber so ist das nun mal, damit musst du jetzt leben. So, okay, wenn der Guido jetzt, der Bram, Entschuldigung, wenn der jetzt weg ist, dann hole ich die Moon und fahre mit ihr zurück. Genau. Sekunde. So, Abzeichen. So, du stellst dich mal dahin. Ja, dann können wir noch mal eine Runde angeln, Mädchen. Das ist doch super. Und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Ich muss auch gleich mal bald pennen gehen, weil die Ausdauer, meine Energie langsam zu Neige geht. Ja. Nein! Ach, Mist! Moon, du stehst in mir. Das ist gruselig. Keine Aufträge, super, aber wir müssen, muss mir dein Raumschiff ausleihen. Ich lasse dich dann hier. Mach's gut, tschüss, ich fahre ohne dich. als wenn das der kleine Akku hinkriegen könnte. Das kriegt er leider nicht hin. So, wir haben das Abendessen mitgebracht, Yumi. Gott sei Dank, Hut ist gerade angekommen. Hallo Freunde, ich wusste nicht, dass ihr auch zum Essen kommt. Nein, wir wollten gerade wieder gehen. Lassen wir die beiden in Ruhe ihre Streitigkeiten lösen. Oh, super. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Oh, wunderbar. Dann müssten wir theoretisch nicht mehr hier hin. Ich will aber trotzdem noch mal die Monster hier alle abgrasen, in der Hoffnung, dass einer von mir irgendwie was Giftiges oder so droppt. Obwohl ich sagen muss, glaube ich nicht. Ich brauche irgendwo Gegengift. Das kriege ich aber nur vom Locke. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da hinten ist ein Eichhörnchen, das lassen wir mal in Ruhe. Moon, das schießt du auch nicht an. Das droppt eh nur Nüsschen oder Fleisch und das muss nicht trinken sein. Das ist ganz schön getan, das Vieh. Hätte ich es fast nicht erkannt. Gut. Limatsch kann ich natürlich für Treibstoff gebrauchen. Das ist klar. So, da hinten sind nur zwei Eichhörnchen. Die lassen wir mal größtenteils in Ruhe. Einfach einen Bogen drum gehen, dann passt das schon. Der kriegt auf die Glocke. Der kriegt auf die Omme. Jawohl. So. Die Yetis sind fertig. Das ist gut. Ich guck mal, ob der Typ da hinten noch irgendwo was zu verkaufen hat. Ansonsten ziehe ich mich von dem Planeten mal zurück, weil die Monster droppen halt auch nichts, was ich wirklich brauche. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine Infos. Schutztrank, Metall, Stein und Schlüssel. Nee, brauche ich aktuell nicht. So ist es einfach. Jo. Gut, du hast auch nichts zu verkaufen. Die haben auch nichts mehr zu sagen. Von daher ist es halt einfach so, da kann man nichts machen. Gut, du hast auch nichts mehr. Ah, da hinten ist noch ein Chamäleon. Das nehme ich mit. RIP Chamäleon. Hashtag RIP Chamäleon. Aber der Dimage ist leider nicht. Es ist eine zu große Verlockung, muss ich sagen. Da ist noch einer von diesen Eiskreaturen. Moon, bis du dein Schießrohr gezückt hast, Mädchen, habe ich das Ding schon in Grund und Boden gestampft.
So, mal gucken, was der verkauft, aber auch nicht das, was ich brauche. Auf all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Das ist schön. Ich kaufe trotzdem mal die ganzen Larven. Obwohl ich die auch nicht mehr brauche. Oh, Moon, du stehst im Weg. Heute schimpfe ich aber echt viel mit der. Tut mir ja schon fast leid, weil die ist ja eigentlich voll diejenige, die uns so unter die Arme gegriffen hat. So. Nein! Blumen pflücken. Ja, zum Glück regeneriert sich der Kram wieder. Ah, super. Also wenn die Lilly das nächste Mal vorbeikommt, Leute. Warte mal, hat die Lilly vielleicht auch Gegengift? Das wäre eigentlich naheliegend, weil sie doch die Blumennymphe ist. Die ist doch eher so eine Alchemistin. Obwohl der Herr Locke ja auch... Wir werden angegriffen. Das ist gut. Das ist gut. Die Frage ist, was greift uns an? Mit der Axt oder mit dem Hammer? Ah, super. Müssen wir aufpassen. Die vergiftet nämlich auch. So, ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Mache ich weg. Alles klar. Was hast du denn zu verkaufen? Auch nichts Besonderes. Wie traurig. Bist du traurig, Captain? Es ist so schlimm. Wir haben zwei Piraten im Kampf verloren. Wie konnte das denn passieren? Eine maskierte Kreatur, ein Wesen der Schatten. Es kam nachts an Bord, während die Besatzung schlief. Und ich konnte nichts tun. Er schlug mich K.O., bevor ich mein Schwert ziehen konnte. Was wollte die maskierte Person? Das ist das Seltsame. Er nahm nichts vom Schatz mit, nur ein paar alte Navigationskarten. Aber die Besatzung ist am Boden zerstört. Stell es dir nur vor, zwei gefallene Piraten und ihr Captain besiegt. Die Moral meiner Jungs ist auf dem niedrigsten Stand. Wie kann ich helfen? Es gab mal ein uraltes Piratenlied. Ich weiß nicht mehr richtig, wie es geht. Hahaha, lachte der Pirat Rattengesicht. Hehehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Du bist ein Freund des Zauberers. Frag ihn, er kennt sich mit sowas aus. Vielleicht weiß er, wie es endet. Okay, ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. Alles klar. Du hast auch nichts zu kaufen. Kann ich dir was verkaufen? Ja, Gold. Hähnchen will er haben, Schaf will er haben, kriegst aber nicht. Du kriegst meine Schafe nicht. Metall und Steine, aber eigentlich ist es Gebrauchsgut. Ja, Goldbarren kann ich ja eigentlich wieder neu machen. Super. Dingsbums ist leer. Die Hühner müsste ich jetzt echt mal langsam abgrasen. Hier, die gehen mir nämlich gerade ein bisschen auf den Sack. Vor allem spawnen die ja wieder. Tomate ist auch fertig. Super. Ja, wird langsam richtig lebendig hier. So, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder Karotten nachernten. Was habe ich denn sonst noch unter 30? Sonnenblume und Mais. Macht aber nichts. Ich brauche eine giftige Flüssigkeit. Die Spinne hat es nicht gedroppt. Das Schutzgebet verhindert aber auch, dass wir Dingsbums haben. Verhindert aber auch, dass wir von mehreren Monstern angegriffen werden. Das ist ärgerlich. Das kann echt in die Hose gehen, deswegen mit dem Schutzgebet. Du musst es halt für die Quest machen, aber das kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich könnte ein paar Silberketten herstellen. Ich weiß nicht, ob die teuer zu verkaufen sind. Wir brauchen Wolle. Müssen wir nicht den Umhang des Windes kaufen, bauen, um weiterzukommen? Das wäre noch mal eine Option. So, was kann ich dir denn verkaufen? Von denen kannst du ruhig alle haben. Brathähnchen kriegst du, da mache ich mir gleich wieder ein paar. Ansonsten
90, 45. Oh, geil, du hast uns reich gemacht. So, wo sind die Mine? Mache ich es nämlich so, ich gehe jetzt direkt in die Mine. Ja, jetzt muss er erstmal weg. Dann sehe ich zu, dass ich hier weiterkomme. Wunderbar. Mehr geht nicht, ne? Okay. Dann nehme ich noch mal eine Fackel mit. Ne, kann ich hier gar nicht anstellen. Anstecken hier. Dann mache ich noch mal ein paar Brathähnchen. Hallo Hühnchen. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber traurig. Sorry. Oh, hier will ich aufpassen. Hier ist meine Zuchtstation. Da möchte ich jetzt ungern irgendwas anstecken. So, Hühnchen. Hallo. Hühnchen? Hühnchen! Das tut dir nicht weh. Das machen die aus Freude. Dir wird so warm ums Herz, dass sie einfach plopp, Hähnchen. Also für alle Umweltaktivisten da draußen. Alles gut. Na, sieht gar nicht... Habe ich das echt nicht so eng be... Gut, okay. Ich dachte, ich hätte es enger bepflanzt. Ja, angeln wir noch mal eine Runde. Wunderbar. Das ist super. Natürlich ernte ich ab. Bis zum geht nicht mehr. Das muss ja natürlich hier, muss ja auch ein bisschen produktiv sein, ne? Oh, wenn die Lilly jetzt das nächste Mal vorbeikommen soll. Gut, wir müssen sie rufen, wir können sie nicht manuell rufen. So, ich brauche noch eine giftige Flüssigkeit. Dann muss der Locke vorbeikommen. Dafür braucht, da bei dem kann ich hoffentlich auch ein Gegenmittel holen. Und Krabbenbeine. Ich will mal gucken, ob ich bei der Lilly das Gegenmittel holen kann. Das läuft vielleicht besser ab. So, dir fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Ich weiß. Ich hab's gewusst. So, hier kaufe ich mal ganz viel von. Okay, jetzt verkaufe ich dir meine Blumen alle. Ich verkaufe dir jetzt alle Blumen, die ich gesetzt habe. Weil wir haben eigentlich genug auf dem Planeten gepflanzt. Ja komm, Papa, halten wir doch nochmal. Hier Gänseblümchen für den Fall, dass ich doch nochmal was legen muss. Yo! 6000 Kohle. Alter! Ich werde hier richtig reich. Super. Jo, wir brauchen noch eine giftige Flüssigkeit. Das Gegenmittel haben wir für Yuki. Wunderbar. Dann muss der Locke eigentlich schon noch vorbeikommen, dass wir ihn nach dem Piratenlied fragen. Und wir müssen angegriffen werden. Mindestens. Na gut. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Gehen wir mal schlafen. Und dann gucken wir mal. Ausdauer oder Beweglichkeit? Ich würde sagen Ausdauer. Ah, Angeln mit der Moon. Das gibt Ausdauer. Super. Finde ich super. Finde ich gut. Doch, wirklich. Und es geht in die Mine. Lilly. Lilly, ich habe dich total lieb. Aber du musst jetzt weggehen. Ich muss in die Mine. Also Mädchen, sieh mal zu, dass du nach Hause fährst. Super. Weil oben rechts steht nämlich ab in die Mine. Und wenn das da drin steht, dann heißt es für uns, in der Mine gibt es wieder Kristalle zu finden. So, weg damit.
Weg damit. Weg damit. Ah, wunderbar. Super. Ja, 79 das... Oh. Meteoriten! Nein! Ihr Lümmel! Lass meinen Planeten in Ruhe! Oha. Das waren viele. So, da gab es nur Kristalle und wieder ein Kohl. Aus dem All. Oh, super. Und noch ein Kohl. Oder auch Salat, je nachdem, wie man es nimmt. Die Übersetzung hier ist nicht ganz eindeutig. So, ansonsten ist hier alles soweit super. Jo, alles abgegrast. Kirsche nehme ich noch mit. Beeren pflücke ich noch ein paar. Das sind meine Schlumpfbeeren. Dann habe ich viel mehr Schlumpfbeeren geschlumpft, als dir ein Schlumpf geschlumpft hat. Oh nein. Er wurde erschlumpft. Mit einem Schlumpf um seinem Schlumpf. Ach ja, die Schlümpfe, wer kennt sie? Wer kennt noch die Schlümpfe? La 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 la. Gut. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Locke. Auf den Locke oder dass wir von Krabben und von Spinnen angegriffen werden. Mehr kann ich nicht machen. Und dass die Yuki vorbeikommt. Das bedeutet, wir sind jetzt wieder in so einem Steckding, wo wir eigentlich nichts machen können, außer dem Zufall vertrauen und Sachen ansammeln. Also hier Sachen pflanzen. So, nochmal eine Karotte. Ja, komm, mach schon mal zwei Karotten, das passt schon. Den Pilz nehme ich noch mit. Könnt ihr doch eigentlich noch ein bisschen Löwenzahn, machen wir das hier hin. Es ist zwar schön, eine gewisse freie Wiese zu haben, aber so ein paar Blümchen sind dann doch schön. Vor allem die Gänseblümchen, die sind schön. Ja, die kann ich ruhig mal ein bisschen näher machen. Super. Dann können wir uns... Ja, ein Gänseblümchen machen wir noch hier hin. Das sieht doch schön aus. Oh, super. Und die Bombe noch dabei. Gut, das bedeutet... Du bleibst mal hier. Nimm das Gegenmittel, dann geht's hier besser. Woher haben wir das? Na gut, von mir aus. Gluck, gluck, gluck. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Miau. Nimm die Süßigkeiten. Ich will jetzt nichts Süßes mehr essen. Oh, die hat uns ein Lolli gegeben. Oh, super. Schön. Ich habe ein Piratenlied im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie es endet. Ha, 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 lacht der Pirat Rattengesicht. Kennst du es? Oh ja. Hehehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Hihihi, Schatz und Gold nahm er von allen und jeden. Hohoho, entwischt selbst in den kniffligsten Situationen. So endet es. Oh, dankeschön. Du hast doch nicht etwa vor, den Piraten beizutreten, oder? Das ist kein gutes Leben für einen jungen Mann wie dich. Keine Sorge, ich mag nur die Lieder, die sie singen. So, was brauchen wir dann noch? Giftige Flüssigkeit und Krabben. Kannst du mir irgendwas verkaufen? Nein, also nicht wirklich. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch mit mir. Alles klar, jetzt müssen wir warten, dass der Goliath wiederkommt. Dem müssen wir dann das Piratenlied beibringen. Aber das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.